Wie viele Matches habt ihr denn bisher bei Hearthstone gespielt? Also das geht jetzt an alle, die vielleicht dadurch jetzt durch meine Videos damit angefangen haben oder die, die sowieso schon Hearthstone gespielt haben. Mich würde das mal interessieren. Oder wie erfolgreich ihr spielt. Ob ihr gut in Arena seid, ob ihr irgendwie in Constructed einen besonders hohen Rang erreicht habt. Wir können da ja mal so ein bisschen Erfahrungen austauschen. Wir sagen unserem Druidenkollegen erstmal Grüße. Und wir machen jetzt das, was der Gegner auch schon mal gemacht hat. In einem Matchcoin Wildwuchs. Haben in der nächsten Runde 3 Mana und können die scharlachrote Fanatikerin rausspielen. Macht der Wildnis, da ist sie. Und ein perfektes Beispiel dafür, wie unterschiedlich sich Druidenkarten spielen können. Also er hat hier die Auswahlmöglichkeiten aus, verleiht euren Dienern +1/+1, und zwar allen. Oder ruft einen Panther für 3/2 herbei. Und das ist solider 2-Drop in dem Fall. Und ein Wildtier dazu. Oder eben der Buff für alle Kreaturen auf unserer Spielfeldseite. Und das macht diese Karte halt echt, echt sinnvoll. Wir können jetzt auch Klaue einsetzen und unsere Hero Power, um den wegzutraden. Und zwar ohne Schaden zu machen. Dann ist das erste Monster... Nochmal. Okay. Das erste Monster, was wir jetzt ausspielen, wird das Yeti sein. Wir haben noch einen Wildwuchs. Das heißt, nächste Runde sieht für mich aus nach scharlachrote Fanatikerin und Wildwuchs. Warum macht er das jetzt? Ja, okay. Das ist dumm. Ich hätte wenigstens vorher mit dem Panther angegriffen. Und zwar auf Haze, wenn ich ihn unbedingt zurück auf meine Hand schmeißen will. Also Wildwuchs und this. Das Wildtier muss weg. Das heißt, wir können in der nächsten Runde tatsächlich schon unseren Champion spielen. Und das, obwohl er noch bei 5 Mana ist und wir sind halt schon bei 7. Schließt euch uns an oder starrt. Jetzt ist mein Gottesschild weg und er wird wahrscheinlich mit dem Golem auf meine Fanatikerin gehen. Jupp. Aber was soll's. Die Windzornharp hier. Und jetzt ist die perfekte Zeit gekommen für unser Sternfeuer, denn die Harpie hat gerade 5 Leben. Das passt also perfekt. Sternenfeuer, und wir ziehen eine Karte. Um auch da im Vorteil zu bleiben. Ich werde jetzt mal nicht das Krokodisk-Ding spielen, sondern hier mit meiner Hero Power das aufräumen. Damit dieses Ding keinen Schaden mehr macht. Oh! Biss ist quasi die große Form von Klaue. Kostet 4 Mana, man kriegt 4 Angriff und 4 Rüstung in der Runde. Und das hat er kombiniert mit seiner Hero Power, da hat er insgesamt 5 gehabt. Ja, wir können jetzt mal so spielen und haben dann echt große Viecher auf dem Board. Und ich glaube auch, das war's. Wow. Eisenborkenbeschützer ist ein ziemlich, hat einen ziemlich großen Buddy, also 8 Leben, 8 Angriff und Spott. Und den müssen wir jetzt überwinden. Schaffen wir aber auch ganz gut, denn wir sehen, dass wir aus dem einen 9-9er machen können. Und er bleibt sogar noch stehen. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, was ich erzählen wollte. Wo ich stehen geblieben war. Genau, der Druide hat keinen Zauber wie der Schamane und der Magier. Der Magier hat... Das ist ziemlich mies. Der Magier hat ja Verwandlung. Und der Schamane hat Hex. Um eine Kreatur wirklich sauber... Und egal wie viele... was für Stats sie hat, vom Board zu kriegen. Zu entschärfen quasi. Und der Druide hat sowas nicht. Er muss sich anders behelfen. Das sind 3 Schaden. Für die Wildnis. Da geht schon mal der drauf. Das sind 2 Schaden, da geht schon mal der drauf. Das passt auch ganz gut, auch wenn er den jetzt weg überpowern kann, soll er meinetwegen tun. Er ist sowieso.
Da kann nicht mehr viel passieren. Oh mein Gott, natürlich der zweite. Rettet ihn nur leider auch nicht mehr. Was hätten wir denn noch gezogen? Noch ein davon. Nice. Ich bin bereit. Und das war's für ihn. Und wir sind einen Schritt näher auf unserem Weg. Zu Stufe 10. Die nächste Belohnung ist dann Mondfeuer. Aber jetzt haben wir erstmal wildes Brüllen, verleiht euren Charakteren plus 2 Angriff in diesem Zug. Vergleichbar mit Kampfrausch. Aber ihr erinnert euch, bei Kampfrausch war es einmal die Mana-Kosten 5. Und es verleiht den Dienern von uns plus 3 Angriff. Und hier ist es jetzt so, dass es den Charakteren plus 2 Angriff in diesem Zug verleiht. Und das bedeutet eben, dass auch unser Held plus 2 Angriff bekommt. Und wenn man das eben kombiniert, zum Beispiel mit Biss oder Klaue und der Hero Power, dann kann man damit schon ordentlich austeilen und auch große Monster abräumen. Wildes Brüllen will ich auch auf jeden Fall in meinem Deck haben. Dafür nehme ich jetzt mal die heilende Berührung raus. Genauso wie einmal Klaue. Und wir machen das nächste Profi-Match. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich nur gegen die KI spiele. Das hat 2 Gründe. A, wir haben gemerkt, auf Rang 20 fangen jetzt langsam die ersten Spiele an, Legendaries zu haben. Und dagegen komme ich mit den Basiskarten eigentlich nur schwerlich an. Dann dauern die Matches länger. Dann dauert es noch viel länger, bis wir mit den Klassen erstmal im Grundprogramm durch sind. Und das möchte ich euch erstmal so ein bisschen ersparen. Und deswegen spielen wir jetzt hier schnell die KI platt, um möglichst schnell die Stufen aufzusteigen und sicher die Stufen aufzusteigen. Und die Karten freizuspielen, die wir brauchen. Das war's. Grüße. Ich werde euch dann gleich eben nochmal diese Mechanik zeigen mit dem Craften. Das finde ich ganz cool, weil das eben auch Spielern, die, ja weiß ich nicht, die halt kein Glück mit den Booster Packs haben und immer wieder doppelte Karten zieht, es ermöglicht denen halt auch dann irgendwann mal große Karten zu craften, die sie gerne hätten. Oder wenn man die eine Karte noch nicht hat, aber fast alle anderen, man möchte sie unbedingt haben, dann kann man die so auch bekommen. Mögen meine Vorfahren über mich machen. Er hat den Taurenkrieger, er hat den tobenden Worgen. Wir können jetzt eigentlich mal Folgendes machen. Wir können das machen. Wir können Kroki spielen, inklusive 2 Angriffe spielen. Nochmal da, hier den. Das Mal der Wildnis. 4-5, das reicht auf jeden Fall, um den Angriff des Worgen abzuwehren. Und das Yeti ist geschützt. Arati Waffenschmieden, 4 Mana, 3-3 Stats und verleiht dem Krieger dann auch noch eine 2-2er Waffe. Krieger hat sowieso ganz viele Waffen. Ganz viele gute Waffen. Wir wollen ja eigentlich, dass unser Yeti noch ein bisschen auf dem Feld bleibt. Und deswegen werden wir jetzt hier 4 Leben und Spott verleihen. Traden wir den weg. Selbst wenn er jetzt mit seiner Waffe angreift, das reicht nicht. Oh, Henrich. Natürlich eine gute Kriegerkarte. Für 1 Mana. Also ich hätte ja vorher noch angegriffen, aber gut. Jetzt hat er einen Durability hier verbraten. Nein, also Hinrichten ist eine gute Karte, kostet 1 Mana und räumt halt einen Diener weg, der schon verletzt ist. Und der Krieger hat halt auch Karten wie zum Beispiel Wirbelwind, die auch, glaube ich, nur 1 Mana kosten und auf dem ganzen Board 1 Schaden machen. Also zumindest bei den Dienern, bei den Charakteren bin ich mir gerade nicht sicher. Und damit wäre halt jeder Diener angeschlagen und könnte von Hinrichten getötet werden. Ach, ich will mal ein paar Minions auf dem Feld haben. Ich ziehe jetzt erstmal was. Wildwuchs. Nützt mir in dem Stadium des Spiels eigentlich nicht mehr viel. Zurück an die Arbeit!
Oh, der fiese Zuchtmeister. Und noch ein fieser Zuchtmeister. Okay, weil er unbedingt 6 Schaden fressen wollte. Aber der fiese Zuchtmeister, den werden wir bei dem Krieger auch noch sehen. Kampfschrei fügt einem Diener 1 Schaden zu und verleiht ihm plus 2 Angriff. Ja, jetzt muss ich eigentlich was Großes spielen. Und da bietet sich ja der Champion von Sturmwind an. Und er rüstet auf und besorgt sich ein bisschen Rüstung. Lass die Schmerzen sprechen. Das zweite hinrichten, aber jetzt können wir uns wenigstens sicher sein, dass da nichts mehr kommt. Wildwuchs in Runde 90 spielen ist übrigens das Dümmste, was man tun kann. Das Allerdümmste. Ihr erratet warum. Wenn wir übrigens Wildwuchs in Runde 10 spielen, dann erhalten wir einen leeren, so ein überschüssiges Mana, so eine Karte ist das. Und die können wir einsetzen, um eine zusätzliche Karte zu ziehen. Das heißt, der Effekt verpufft dann wenigstens nicht. Also man kriegt dann wenigstens eine Karte daraus. Ich spiele den Champion. Schade, das eben wäre perfekt gewesen für den Gedankenkontrolleur. Jetzt sind es aber halt wieder nur 3 Diener auf dem Feld. Geht der mit denen in mein Gesicht? Oder will er den wieder traden? Ich weiß es halt nicht. Haut er da alles rein? Meine Klinge ist durstig. Oh je. Er hält jedes Mal einen Angriff, wenn ein Diener Schaden erleidet. Und da erleiden jetzt viele Diener Schaden. Leider ist es total vergebens. Weil ich natürlich Sternfeuer ziehe. Nein, es wäre auch so vergebens gewesen. Ja, ziehen wir eine Karte. Nice. Und zusammen mit Anregen kommen wir jetzt tatsächlich auch auf die 6 Mana und können den spielen. Egal, Face. Scharmütze. Von der Karte habe ich euch auch schon erzählt, kostet 5 Mana. Und es werden alle Diener auf dem Feld in einen Pott gepackt und nur einer davon überlebt. Und in diesem Fall war das halt mein Champion von Sturmwind. Der jetzt fast gestorben wäre. Ja. Wir haben echt viel Card Draw in diesem Deck, das gefällt mir. Wir können jetzt ja auch mal hier, das kann ich euch auch mal demonstrieren, also man setzt Wildwuchs ein, hat halt schon alle Mana-Kristalle und deswegen kriegt man überschüssiges Mana. Und wenn ich das jetzt spiele, kriege ich eine Karte. Tadam. Für den Kreuzzug! Für die Allianz! Der hat echt nicht viele Karten. Aber wir auch nicht. Zeit für ein bisschen Blut. Den Armani-Berserker kennen wir auch schon. Da ist der Wirbelwind. Und er fügt tatsächlich nur den Dienern Schaden zu. Ich habe euch, glaube ich, die Wutanfall-Mechanik noch gar nicht erklärt. Wutanfall plus 3 Angriff bedeutet, sobald diese Kreatur verletzt ist, bekommt sie plus 3 Angriff in diesem Fall. Wenn diese Kreatur aber wieder vollgeheilt wird, beispielsweise durch den Priester oder durch sonst irgendwas, dann verpufft dieser Wutanfall-Effekt wieder. Also Wutanfall gilt nur, solange der irgendwie beschädigt ist. 10, 13, 14 reicht leider nicht ganz, um ihn schachmatt zu setzen. Aber im Prinzip ist es auch egal. Ich spiele den Spotter, ich spiele den Kriegsfürst. Ich gehe mit allem Face. Und habe keine Zweifel daran, dass ich gewinne. Mögen meine Vorfahren über mich. Was Besseres konnte er auch nicht machen. Jo, ich würde sagen, GG. Wer will den Gnadenstoß setzen? Der Champion von Sturm. Für die Allianz. Und der nächste Sieg. Wow. Ganz knapp. Ganz knapp unter Stufe 6. Ja, dann aber im nächsten Spiel gegen den Priester. Ja, wir haben, also man kriegt täglich eine Quest dazu.
in Hearthstone. Man kann maximal 3 haben und wir haben momentan ein bisschen blöde Quests, die uns nicht helfen. Wir müssen einmal mit Schamane oder Magier gewinnen. Zweimal und einmal mit Priester und Pala, glaube ich. Und diese Karten, beziehungsweise diese Klassen spielen wir ja aktuell gar nicht. Also ich könnte das theoretisch nur so machen, dass ich das ohne Aufnahme mache, aber da habe ich auch irgendwie nicht so die Geduld für. Wir spielen das jetzt einfach sauber durch mit den Klassen und dann sehen wir weiter, ob wir auf meine richtige Region da schon wechseln oder wie auch immer. Klerikerin von Nordhain haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ein Diener geheilt wird. Also für guten Card Draw ist gesorgt am Anfang. Priester. Wir haben jetzt erstmal schön unseren Wildwuchs wieder ausgespielt. Ich könnte das Kroki-Ding spielen. Mache ich auch. Vielleicht haben wir Glück und er greift den Schlamm an. Das war's. Okay. Das habe ich nicht kommen sehen, aber dann mache ich das halt. Yeti. Dann können wir die Klerikerin nämlich mit einem Schlag weghauen und sie hatte nicht die Chance, eine Karte zu generieren. Und er hat jetzt auch gerade 4 Mana verschwendet. Er hat in seinem Zug also gar nichts gemacht. Jetzt ist sie weg. Und er hat überhaupt nichts von ihr gehabt. Wir ziehen eine Karte. Wir ziehen eine Karte und haben gleichermaßen noch einen soliden Diener auf dem Feld. 2-4 ist in Ordnung. Okay. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Weil das heißt, dass das Yeti tot ist. Aber dann stirbt wenigstens nur das Yeti. Monstrosität, habt ihr ja gerade gesehen. Spott. Man muss es also auf jeden Fall angreifen. Todesröcheln fügt allen Charakteren 2 Schaden zu. Deswegen habe ich auch nicht irgendwie versucht, mit der gnomischen Erfinderin, um mit dem Sturmlanzenkommando das Ding wegzuräumen, weil das Sturmlanzenkommando dann sowieso gestorben wäre. Und die gnomische Erfinderin auch. Das Yeti wäre zwar noch da, aber das war es mir irgendwie nicht wert. So, jetzt können wir Ogre spielen. Und haben wieder ein fettes Vieh auf dem Feld. Er allerdings jetzt auch. Vollstrecker des Tempels, 666. An Stats, also sehr solide. Verleiht einem befreundeten Diener plus 3 Leben. Damit konnte er jetzt nichts anfangen, aber mit dem Rest schon. Nämlich mit dem fetten Body auf dem Feld. Ja. Machen wir das einfach mal so. Ich hätte zwar jetzt auch mit Sternfeuer arbeiten können, aber nö. Ich will nicht immer nur das machen, was man von mir erwartet. Den spiele ich jetzt auch mal. Es sieht nämlich irgendwie nicht so aus, als würde er nochmal 4 Kreaturen aufs Feld kriegen. Lass diesem Herzen sprechen. Kann ich Bedarf würfeln? Offenbar will er Karten ziehen. Die Karte haben wir auch schon gesehen für 0 Mana Stille. Jo. Was macht man denn da? Man macht das. Wer seid ihr? Man macht das so. Man macht das so. Man macht das so. So. Übernimmt bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über einen feindlichen Diener mit höchstens 3 Angriffen. Und das hat halt gereicht, um damit meinen Ogre zu traden. Dieser miese Priester. Dieser Schweinehund. Schweinepriester. Was für eine Hand. Anregen, anregen, Sternfeuer, gnomische Erfinderin, tolle Hand. Echt. Echt klasse. Wildes Brüllen. Da ist die Karte. Moment.
3, 6 sind 9, also 14 dürfte reichen. Ist lethal. Wenn ich jetzt nicht falsch gerechnet habe. Ich bin bereit. So. Da sieht man halt den Wert eines einer Karte wie wildes Brüllen. Der Gegner rechnet mit nichts Bösem und auf einmal hat man lethal. Naja, gut, in Constructed oder so ist es natürlich so, dass man ab bestimmten Zeitpunkten sowas wie wildes Brüllen beim Druiden fast schon erwartet und deswegen ist man da besonders vorsichtig, aber gegen die KI hat's gereicht. Eine Null-Mana-Karte, und zwar Mondfeuer, verursacht einen Schaden. Ich würde die Karte nicht in mein Deck tun. Und ich tue es jetzt auch nicht. Da gibt es bessere Sachen. So. Gegen wen haben wir denn noch nicht gespielt? Wir haben gegen den Schamanen noch nicht gespielt. Wir machen jetzt nur noch das Spiel gegen den Schamanen. Und dann craften wir was für den Druiden. Und dann machen wir erstmal Schluss. Schluss für heute, liebe Leute. Malfurion gegen Thrall. Mal sehen, ob der Schamane irgendwas entgegenzusetzen hat. Anregen am Anfang ist natürlich auch irgendwie verführerisch. Aber ich behalte ihn mal nicht auf der Hand. Gucken wir, was wir noch ziehen. Hätte ich mal Anregen behalten. Schade. Wir fangen leider nicht als... Ihr könnt nicht. Okay, wir spielen den Schildträger. Ja. Hätten wir nachziehen müssen als Zweiter, dann hätten wir wenigstens die Münze noch spielen können und Wildwuchs, aber jetzt müssen wir es so machen. Ja, solange er nur den Schildträger auf dem Feld hat. Der ist jetzt nicht so bedrohlich. Obwohl uns Captain America gezeigt hat, dass man mit einem Schild auch viel Schaden ausrichten kann. Das war jetzt wieder so eine Überladenkarte des Schamanen. Wildgeist ruft zwei Geisterwölfe mit 2/3 und Spott herbei. Überladung 2. Und 3 kostet die Karte so, also insgesamt 5 für 2/2/3er. Aber halt in einem Zug. Und die Mana-Kosten halt aufgeteilt. Ja. Wir könnten jetzt natürlich den Dunkeleisenzwerg spielen, das machen wir auch mal. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil das Kroki-Ding nicht reicht. Und der Dunkeleisenzwerg wenigstens die Chance hat, dass er die beiden... Okay. Okay, Klaue dazu. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal so. Ja, spielen wir das mal so. Wir machen Klaue, wir machen die Lure Power. Sind dann auf 3 Angriff. Dann können wir den weghauen und wir können noch das Profi-Ding spielen. In der nächsten Runde also perfekte... Oh nein, Gabelblitzschlag. Und... Wurf. Dumm. Hätte man auch anders lösen können, das hat er jetzt nicht hingekriegt. Aber ich bin ihm gar nicht böse. Ich greife mit dem Krokilisk nicht an. Bin mal gespannt, was er jetzt macht. Was zur Hölle sollen das werden? Diese ganzen Kreaturen, die sich alle buffen. So, tschüss. Auf jeden Fall tschüss. 5 ist in Ordnung. 4, 6, er hat 8 Schaden auf dem Feld. Was hält die Zukunft? Er hat viel mit Windzorn irgendwie. Gut. Ist jetzt natürlich auch echt scheiße, was er da hat. Ich habe ein riesiges Gewehr.
2. Drei. Vier. Nur noch den Drachenfalken auf der... No! Das schnell geht jetzt face. Ich meine, das ist auch so ein Spiel, wo es echt knapp wird. Ihr merkt das schon. Aber es wird für uns reichen, um am Leben zu bleiben. Wie spielen wir denn mal? Für die Horde. Auf jeden Fall so. Ich muss auf jeden Fall alles vom Feld haben, was irgendwie Schaden macht. Dann spiele ich noch die gnomische Erfinderin und die scharlachrote Fanatikerin. Mal der Wildnis kann mir vielleicht beim... Oh. Top Deck Lava-Eruptionen. Wir haben gegen die KI verloren. Lava-Eruption macht 5 Schaden. Ich war mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wie viel Mana das kostet. Ich glaube 2 und im nächsten Zug 3? Keine Ahnung. Egal, wir sind trotzdem eine Stufe aufgestiegen und können jetzt mal gucken, eine Karte zu craften. Mondfeuer haben wir ja schon gesehen. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Seiten an Druidenkarten. Wir gehen in den Herstellen-Modus und gucken mal, was wir da so haben. Zorn haben wir schon gesehen. Würde 40 Mana kosten. Wir haben hier aber auch andere nette Karten. Zum Beispiel den Hüter des Hains. Eine sehr gute Druidenkarte für 4 Mana. 2-4 an Stats. Klingt jetzt nicht so stark, aber er hat eben die Wählt-Aus-Mechanik. Und zwar entweder er verursacht 2 Schaden, wie das Sturmlanzenkommando. Oder er bringt einen Diener zum Schweigen. Sehr nett. Ich denke aber, es wird herauslaufen auf den Druiden der Klaue. Wählt aus Ansturm oder plus 2 Leben und Spott. Also er ist entweder ein 4-4 mit Ansturm oder eine 4-6 Kreatur mit Spott für 5 Mana. Der kostet 100, der kostet 40, das ist super. Den craften wir einmal. Und was können wir noch machen? Wir könnten auch Macht der Wildnis craften. Oder wir craften nochmal den Druiden der Clown. Jo. Craften wir den noch 2-mal. Der ist nämlich ganz nett. Ich finde den echt gut. Wird auch in eigentlich fast jedem Druiden-Deck gespielt. Also ich kenne jetzt kein Deck spontan, wo es nicht gespielt wird. Ja, der wird Karten auf jeden Fall aus unserem Deck ersetzen. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt, der Druide will die Macht an sich reißen. Die Weltherrschaft, genau wie sein Spieler. Also, bis dahin. Tschüss.